Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser-Dad-Video auf meinem Kanal. Dieser Tesla wird heute 2 Jahre alt. Genau vor 2 Jahren haben wir ihn bekommen. Und ich habe auch schon mal kürzlich ein Video gemacht über 60.000 Kilometer, die er auf dem Tacho hatte. Deswegen soll es heute einfach mal die Tops und Flops in schneller Reihenfolge sein, die wir nach 2 Jahren mit diesem Auto für euch zusammengestellt haben. Viele Fragen, die ihr auf Instagram oder auf YouTube gestellt haben, werden in diesem Video auch beantwortet. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Tesla, dieser Oscar und mir. Oh, hier kommt schon die erste Frage. Ist das ein Long Range? Ja, aber nicht nur das, es ist ein Long Range mit Rear-Wheel Drive. Also hat nur einen Motor und hinten drin und das gab es nur kurze Zeit und das ist für mich ein absolutes Top an diesem Auto. Wie viele Kilometer habt ihr drauf? Ja, in diesem Moment sind es 66.666. Und weil man das gerade so schön sehen kann, nebendran noch der Verbrauch. 18,5 Kilowattstunden auf 100 über diese Zeit. Wenn ihr die Tronity App fragt, sind es etwas mehr, ungefähr 20. Das liegt daran, dass du auch beim Laden Verluste hast und der Tesla selber rechnet hier nur den effektiven Strom aus und nicht den, der reingekommen ist in die Batterie. Was macht die Akkudegradation? Bis jetzt, laut der Tronity App, das ist natürlich nur so ein umständlich errechneter Mittelwert, sind es im Moment etwa 4%, was meines Wissens nach okay ist für 2 Jahre und 66.000 Kilometer. Wie sieht es aus mit der Verarbeitung? Tja, da gibt es einen Daumen nach unten eigentlich schon immer, obwohl es nicht wahnsinnig schlimm ist, aber es gibt diese Nasen, die am Anfang ich bereits beanstandet hatte und es gibt diese nicht besonders gut befestigte Innenverkleidung vorne und die Nasen haben sich nicht verzogen, wie es mir von Tesla gesagt wurde und die Innenverkleidung ist immer noch lose. Ja, da müsste ich wahrscheinlich einfach mal selber einen neuen Clip dran machen. Dass wir viele Probleme gehabt hätten in den 2 Jahren mit dem Model 3, kann man nun wirklich nicht behaupten. Ich glaube, wir haben eigentlich überhaupt keine Probleme gehabt, also keine wirklichen. Es kommen nachher noch ein paar Likes und Dislikes von meiner Seite, aber Probleme in der Hinsicht haben wir eigentlich gar nicht gehabt. Es ist eigentlich auch nichts Großes kaputt gegangen, eigentlich überhaupt nichts kaputt gegangen. Tatsächlich ist gerade kürzlich was kaputt gegangen. Darüber gibt es auch demnächst ein Video. Aber dafür kann der Tesla natürlich überhaupt nichts, sondern ein fetter Porsche Cayenne Turbo, der so lange vor mir in den Rabatten gefahren ist, bis dann auch ein Steinchen auf die Windschutzscheibe gesprungen ist und mir dieses Loch verursacht hat. Ist jetzt kein wirklich Tesla-typisches Problem. Ja, viele wollen natürlich auch wissen, wie es mit den Servicekosten ist, den Werkstattkosten. Also ich kann euch beruhigen, ich habe 2-mal im Jahr Reifen gewechselt. Ja, das habe ich getan. Ich habe sonst überhaupt keine Servicekosten. Ich habe einmal nach den Bremsen und der Bremsflüssigkeit schauen lassen beim Reifenwechsel, die war in Ordnung. Und ich habe einmal den Innenraumfilter selber ausgetauscht, was ein bisschen ein Gefrickel ist, aber selbst ich als Musiker hinbekommen habe. Das sind sehr günstige Kosten und ansonsten steht auch nichts im Wartungsplan, was ich hätte machen müssen. Und es ist auch nichts kaputt gegangen. Scheibenwischwasser nachfüllen. Ja, reizt dich das Model Y, fragt jemand. Muss ich zugeben? Absolut. Mich reizt das Model Y. Nicht nur, weil er dann hinten noch besser reinpasst, sondern vor allem, und das ist so ein Dislike von mir, weil ich dann auch hinten besser einladen kann. Das ist eine der Sachen, die mir nicht so gut gefallen, dass durch diesen Steg, diese Hutablage hinten eben größere Sachen nicht reinpassen und dadurch auch, keine Ahnung, Kinderfahrräder oder auch einfache Kisten schon nicht mehr reinpassen, nur weil sie zu hoch sind. Ja, viele befürchten ja auch, dass das Glasdach bei Hitze ein Problem sein könnte. Ich weiß nicht, ich habe keine Haare, du hast Haare, aus meiner Sicht überhaupt kein Problem. Wie sieht es bei dir aus? Das ist mir noch nie aufgefallen. Also ich habe noch nie ein Problem damit gehabt, dass dieses Glasdach irgendwie heiß macht. Und natürlich wird das Auto heiß, auch weil es schwarze Sitze hat und auch weil es dieses Glasdach hat, wird es heiß. Aber ehrlich gesagt, man kann das in 1 oder 2 Minuten per App, übrigens das ist auch ein Like, vor der Fahrt einfach runterkühlen und dann ist das eigentlich auch kein großes Problem mehr. Wie gut funktioniert Standard Range mit Heckantrieb im Winter, ist eine gute Frage. Tatsächlich war es so, wir hatten ein, zwei Wochen harten Winter mit viel Schnee und da gab es eine Stelle bei der Ausfahrt aus dem Parkplatz. Hätte ich da noch vorne auch einen Antrieb gehabt, dann wäre ich tatsächlich den Berg auch hochgekommen und so hatte ich tatsächlich 3-4 Mal größere Schwierigkeiten, diesen Berg hochzukommen bzw. in die Parklücke einzubiegen. Die Supercharger, wir sind hier gerade an einem, sind sicherlich mit etwas von den Sachen, die damals eine Kaufentscheidung waren und die auch heute noch mit zu den Dingen gehören, die für mich top sind. Also wenn man durch Deutschland fährt und lange Strecken häufig fährt, dann ist das wirklich Gold wert, dass man sehr häufig und regelmäßig sehr schnelle Ladesäulen zur Verfügung hat. Und das gibt es
es halt in der Form tatsächlich nur bei Tesla. Eine der Sachen, die ich auf jeden Fall sehr, sehr mag an diesem Auto, ist das One-Pedal-Driving. Das haben wir in dieser Form eigentlich auch höchstens beim Honda e, da gibt es so einen Knopf für One-Pedal-Driving, erfahren. Ansonsten gibt es verschiedene Rekuperationen einzustellen bei anderen E-Fahrzeugen. Aber so wie beim Model 3 habe ich es eigentlich noch nie gesehen. Und das gefällt mir wirklich sehr gut mit dem vom Gas gehen und sofort starke Bremswirkung. Das ist ziemlich genau mein Ding. Das schlimmste Erlebnis war auf jeden Fall, abgeschleppt zu werden in Berlin, als ich falsch geparkt hatte auf der Busspur. Darüber habe ich auch ein Video gemacht. Ein schönstes Erlebnis war auf jeden Fall, als wir den Oscar gleich am Anfang überrascht haben mit dem Kauf und er unter einem Vorwand mit nach Stuttgart gekommen ist und dann überrascht wurde davon, dass wir tatsächlich dieses Model 3 gekauft haben. Was mich wirklich immer schon gestört hat, ist eine gewisse Hysterie beim Autopiloten, Lenkeingriffe zu ihrer Sicherheit vorgenommen oder plötzliches Abbremsen, wenn eine Kurve kommt oder ein Berg kommt oder ein Lastwagen kommt. Einmal bin ich langsam, vielleicht mit 2-3 Kilometer pro Stunde noch gerollt an der Ampel und vor mir fuhr ein Fahrrad. Dann hat der so dermaßen auf die Bremse gedrückt, dass es wirklich alles von hinten nach vorne geschmissen hat. Das muss eigentlich nicht sein. Das gefällt mir nicht so gut. Ja, eine eher böse Überraschung, die ich am Anfang nicht eingeplant hatte, waren die Kosten für die Versicherung. Ich zahle 2000 Euro im Jahr für Versicherung. Das ist mit meiner Schadensfreiheitsklasse 35 schon ziemlich viel und ich habe auch bei Vergleichen nichts Günstigeres gefunden. Liegt auch daran, dass der Oscar als junger Fahrer noch dabei ist, aber wie auch immer. Also das ist deutlich teurer als bei allen bisherigen Autos und da werde ich auch mal noch ein extra Video drüber machen, wie das eigentlich zustande kommt, weil so ganz klar ist es mir nicht. Wie sind die Erfahrungen mit dem Tesla Service? Ja, das ist sicherlich nicht das gleiche, wie wenn man einen VW-Service hat oder jemanden, der direkt vor Ort ist. Wobei auch in Konstanz gibt es jetzt auch nicht alles. Also ein Skoda gibt es nicht in Konstanz, ein Honda gibt es nicht in Konstanz. So, also das ist sicherlich ein bisschen ein Nachteil gegenüber den sehr verbreiteten Fahrzeugmarken. Ich hatte Kontakt mit Winterthur, die waren immer sehr freundlich. Das über die App funktioniert meiner Meinung nach auch. Man bekommt auch Antworten. Man kommt über SMS in Kontakt, man schickt Bilder hin, man kriegt schon mal eine Einschätzung. Wie wir bei der Reparatur der Frontscheibe wegen des Steinschlags sehen werden, ist es halt doch so, dass man dann ein bisschen weiter mal fahren muss, wenn man wirklich was braucht. Das ist vermutlich gegenüber den meisten anderen Marken ein Nachteil. Ich habe ja ganz am Anfang mir mal ausgerechnet, ob ich jetzt ein Skoda Octavia oder ein Model 3 kaufen soll. Viele fragen natürlich, hat sich das bewährt, hat sich das bewahrheitet? Und ich kann ganz klar sagen, nichts von all dem, was ich damals vorberechnet hat, ist eigentlich so geblieben, wie es war. Manches positiv, manches negativ, aber insgesamt bin ich tatsächlich sehr zufrieden mit meiner Kaufentscheidung. Was ich auf jeden Fall mal gespart habe, ich hatte bei meinen alten Autos zusammen immer ungefähr 3000 Euro für Werkstatt und Reparaturen vor allem im Jahr. Die spare ich natürlich jetzt. Waren alte Autos, ist klar, aber hier habe ich praktisch überhaupt keine Servicekosten bis jetzt gehabt. Sicherlich habe ich auch beim Treibstoff gespart, dadurch, dass ich natürlich Supercharger-Laden umsonst habe über die Referral-Codes und sehr viel eigenen Strom einladen kann, bin ich natürlich viel, viel besser gefahren als mit einem Verbrenner. Gespart habe ich bei der Steuer, die natürlich in dem Fall wegfiel. Gespart habe ich, weil ich es als Geschäftswagen laufen lasse und nicht 1%, sondern nur 0,5% des Listenpreises versteuern muss. Worin ich mich getäuscht hatte, man sagt immer, der Wertverlust sei nicht so hoch bei den Teslas. Das kommt jetzt drauf an. Wahrscheinlich könnte ich das Auto immer noch sehr gut in Skandinavien verkaufen, wo die Autos sowieso teurer sind und damit einen guten Preis erzielen. Ich habe mal spaßeshalber mir ein Angebot machen lassen von Tesla im Dezember. Da hätte ich noch 34.000 Euro bekommen für dieses Auto mit gut 55.000 Kilometern. Gekostet hat es 51.000 brutto. Ein Drittel Verlust innerhalb von 1,5 Jahren ist natürlich schon eher dann eine ganze Menge. Natürlich kriegt man es dann privat für teureres Geld verkauft. So hoch wird der Verlust nicht sein. Aber insgesamt gibt es vor allem zwei Faktoren, die wahrscheinlich den Wertverlust insgesamt etwas höher darstellen, als ich das gedacht habe. Nämlich zum einen, dass die Preise fürs Model 3 immer wieder sinken und von Tesla selber runtergesetzt werden, was natürlich jetzt auch von Gebrauchtfahrzeugen nicht unbedingt den Verkaufspreis erhöht. Und dass die Umweltprämie ja gestiegen ist, inzwischen 9.000 Euro bei entsprechend günstigen Autos gezahlt werden, sodass eben auch hier Neuwagen eigentlich günstiger sind, als sie es noch vor 2 Jahren waren. Es gibt auch immer welche, die sagen, diese Innenausstattung sei minderwertig oder sei nichts wert und ob die robust ist und wie das nach 2 Jahren aussieht. Also ich muss sagen, mit diesem Auto ist einiges getan worden. Umzüge, Fahrten zum Wertstoffhof, alle möglichen Materialien werden damit transportiert.
Hier hinten sitzen auch manchmal Kinder, die Kekse essen und die dann Krümel unter den Sitz machen und so weiter. Da wird gescheuert hier, ich esse auch immer mal wieder was. Also das wird nicht wirklich pfleglich behandelt und ich kann nicht sagen, dass da nach 2 Jahren irgendwie größere Schäden sowieso nicht, aber auch optische Beeinträchtigungen sind. Ich glaube, wenn man das mal ordentlich putzt, sieht es mehr oder weniger aus wie neu. Es gibt auf der Rückseite von den Sitzen, von den Vordersitzen gibt es so Plastikteile und die verkratzen tatsächlich leicht und das lässt sich auch nicht so ohne weiteres wieder rausputzen. Was ich im Verhältnis zu meinen früheren Autos vermisse an diesem Auto, tatsächlich fällt mir eine Kleinigkeit ein, die ich vermisse, nämlich mein V70 hatte eine automatische Anpassung der Lautstärke, je schneller ich gefahren bin. Praktisch hat sich die Lautstärke des Radios oder der Musik an die Innenraumgeräusche angepasst. Das fand ich super praktisch und das kann der Tesla nicht. Das würde mich freuen, wenn das mal käme. Eine Sache, die mir natürlich jedes Mal das Grinsen ins Gesicht bringt, ist, wenn ich meinen eigenen Sonnenstrom laden kann. Das kannst du mit einem Verbrenner auch nicht. Also das wird schwierig mit der eigenen Ölquelle. Und wenn ich dann einen Tag lang mein Auto dranhänge und habe hinterher 40 oder 45 Kilowattstunden eingeladen für, naja, praktisch entgangenen 9 Cent pro Kilowattstunde, die ich sonst bekommen würde, das ist natürlich eine feine Sache. Günstiger geht's kaum. Ich mag sehr das übersichtliche Cockpit, die wenigen Schalterchen und Hebelchen am Lenkrad und das eine Display auf der Seite, das mag ich sehr. Ich würde auch noch ein zusätzliches Head-Up-Display nehmen, wenn sie es da mal anbieten. Das fände ich noch ganz sinnvoll. Ansonsten fehlt mir nichts von allen anderen Autos, die ich bisher Probe gefahren habe. Als ich mal bei Owe war in Lübeck, da hat er ja mal reingeschaut und hat eben auch gesagt, dass der Unterbodenschutz nicht so unseren europäischen Standards genügen würde. Dann haben wir den ein bisschen aufgebessert. Also das ist eine Sache, da bin ich natürlich gespannt und hellhörig. Und worüber ich mich auch schon seit 2 Jahren beschwere, ist eigentlich das relativ unintelligente Navi, dass ich jetzt nicht einfach hingehen kann und sagen, erstens, ich möchte am Schluss noch 30% in meinem Auto drin haben. Bitte sorgt dafür, dass ich vorher genug lade. Zweitens, ich mag an dieser Ladestation laden und nicht an dieser. Und dass ich das einfach im Navi dann eingeben kann. Nach wie vor großen Spaß macht mir die Beschleunigung. Die ist ja sogar nicht mal mehr wahnsinnig stark jetzt hier. Ich weiß gar nicht, 4,8 Sekunden oder sowas. Aber das finde ich schon sehr, sehr schön. Und vor allem, weil es so geräuschlos und entspannt vor sich geht und man einfach auch mal in eine Verkehrslücke reinkommt oder einen LKW überholen kann. Man muss ja nicht immer wahnsinnig rasen. Weiterer positiver Punkt, durch den Autopilot, also nicht Full Self-Driving, sondern den normalen Autopilot, ist das Fahren sehr entspannt. Gerade auch, wenn man mal ein bisschen schlechte Sicht hat oder Regen, dann hilft einem doch das Auto sehr, die Spur zu halten. Und ich finde das auch gar nicht vergleichbar mit normalen Spurhalteassistenten von anderen Autos. Das ist schon wesentlich, ja, vertrauenserweckender und zuverlässiger nach allem, was ich in meinen Fahrtests bis jetzt so erlebt habe. So, das nächste ausführliche Video über das Model 3 gibt es dann in einem Jahr, wenn es ungefähr 100.000 Kilometer sein werden, nehme ich an. Like dieses Video auf jeden Fall, abonniert meinen Kanal und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dann, euer Dieser Dad.